Jo, willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Empire Tour mit dem ZAN-Konsortium. Und dann machen wir weiter. Ihr seht, wir sind bald fertig. Es fehlt nicht mehr viel. Wir haben jetzt mindestens knapp die Hälfte, ne? Ja, hier ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte. Und letztes Mal haben wir Antares hier gemacht. Hier ist noch Bestechung. Das heißt, der Boden sollte ganz easy werden. Ich würde sagen, wir machen noch den Boden hier und dann machen wir mal ein bisschen gegen die Rebellen, damit wir ein bisschen Abwechslung bekommen. Ah, warte, ich aktiviere hier mal wieder meine Übersicht. Und ja, dann machen wir jetzt die Bodenschlacht. Mal gucken, was man ist. Da ist meine Bodenstreitmacht. Durch Bestechung ist natürlich ganz easy, weil durch Bestechung kriegt er hier keine Fahrzeuge raus. Das heißt, wir kämpfen eigentlich nur gegen das hier. Invasion beginnt. Sollte ganz easy sein. Oh, guck mal hier, was für Rebellen. Bonus. Aber es juckt uns Wählt ja nicht. eure Verstärkung. Panzer übernimmt die Vorhut. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Produktion gestoppt. Wir bauen mal hier einfach so ein bisschen Abwehr. Wir haben Das ist einen ziemlich lustig, wenn Bauplatz man hier so viel Abwehr erobert. baut. Und dann der Geschütztürme Gegner hier gebaut. spawnt, dann kann man den ganz easy abfarmen. Das ist irgendwie ganz lustig, weil die Türme bleiben ja hier. Ist ganz lustig. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Okay, ja genau, die Bevölkerung ist mein Gegner. Ja, hier würde ein AT-AT rauskommen, aber kommt er ja nicht. Weil wir ja Bestechung haben. Und wir machen mal gerade die Bevölkerung hier platt, dann kriegen wir ein bisschen Geld. Wir haben eine Landezone gesichert. Holen wir noch mehr Panzer. Wählt eure Verstärkung. Man kann nie genug Panzer haben. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Produktion gestoppt. So, machen wir jetzt schnell die Bevölkerung hier platt, kriegen wir Geld. Und so als zusätzliche kleine Challenge, obwohl das eigentlich gar keine Challenge ist. Es sind ja nur ein paar Zivilisten, eigentlich fast nur mit Pistolen. So, ein bisschen Geld. Das lohnt sich echt am Anfang zu machen immer. Wenn man das Geld nämlich braucht. Aber mittlerweile lohnt sich das. Ich mache es einfach so als kleine Challenge. Wir machen einfach jetzt hier ein bisschen Blitzdurchlauf sozusagen, weil hier ist er ihn jetzt, guckt. Der Gegner bekommt keine Verstärkung durch seine, habe ich ja schon gesagt, durch seine Gebäude. Das habe ich ganz vergessen, das wäre eigentlich ganz lustig gewesen. Hier wären ja AT-ATs gekommen. Aber naja, so haben wir es ein bisschen schneller. Ja, ganz schön viele Zivilisten hier auf seiner Seite. Guck, da steht Bau folgende eine. Ach so. Ach, egal. Konnte jetzt gar nicht so schnell lesen. Gut, dann packen wir hier alles voll mit irgendwelchen Rotz. Und dann würde es eigentlich jetzt gegen die Rebellen gehen. Wir ziehen schon mal die Bodenstreitmacht da in die Richtung. Flotte müssen wir eine bauen. Wir haben ja schon gesehen, dass hier sich was sammelt. Das heißt, der wird da wahrscheinlich mit angreifen bald. Wir machen mal wieder ein paar Verderber hier, damit wir ein bisschen Korruption da verbreiten können. Aufbau beginnt. Oh, hier. Die Rebellen haben was angegriffen. Krass. Interessant, das heißt, Rebellen gehen auch schon gegen das Imperium. Korruption wurde beseitigt. Ja, aber okay, da war nur Raumschätzung Stufe 2, also keine große Challenge. Konstruktion über abgeschlossen. meine Fähigkeiten. So, dann gucken wir mal, ob das auf Yavin so ist. Hier kommt schon mal hier. Nein, warte. Ja, komm, Unsere Bestechung will ich nicht mehr machen. Organisation auf Bestechung ist irgendwie öde. Yavin steht. Unsere Korruptionsbemühungen bringen uns Credits und hoffentlich viele Informationen über diesen Sektor. Okay, da sammelt wirklich wieder ordentlich Einheiten, ne? Ah, die sind doch verbunden. Ich dachte, die wären nicht verbunden. Verfügt über meine Fähigkeiten. Na, ist ja nicht schlimm. Wird gebaut. Aufbau abgebrochen. So, machen wir noch einen Panzer Einheit hier. wird Oder ein bisschen errichtet. mehr Panzer. Konstruktion abgeschlossen. Ja. 33. Sturmtrupp meldet sich wie befohlen. Kuriban könnte nach hierhin angreifen. Das ist eigentlich egal. Ich glaube, in der Raumstation von 5 sollten wir gegen diese Flotte hier ankommen, wenn die angreifen sollte. Konstruktion Sturmtrupp meldet sich wie abgeschlossen. befohlen. Ich hätte irgendwie gerne noch zwei Fahrzeug Schlachtschiffe hier beginnt. dazu. Und natürlich davon ein paar. Fahrzeug Dann nehmen wir wird die Flotte und gehen nach produziert. Yavin. Wir
Können ja die Ionenkanonen auf dem Boden sabotieren, dann können die uns nicht so nerven. Wir haben ja mittlerweile das Geld dafür. Konstruktion abgeschlossen. In Bereitschaft. Ich habe jetzt übrigens auch ein bisschen bei OBS ein bisschen rumgefummelt. Ich habe mein Mikrofon empfindlich eingestellt, weil ich die letzten Parts so leise war, ich nicht so rumschreien will. Und vorhin in den Testaufnahmen, die hört sich das ganz gut an, hoffentlich bleibt das auch so und ist Konstruktion dann nicht jetzt irgendwie bei abgeschlossen. der Aufnahme hier dann irgendwie kacke. Oh, die Rebellen geben echt Gas gegen das Imperium, ne? Korruption wurde beseitigt. Ja, ich glaube, das Rebellen Einheit wollen wirklich wird das Imperium produziert. ausrotten. Oh, er macht meine Korruption weg. Einsatzbereit. Schade. Na gut, Unterwegs. wenn die Rebellen da sich gegen das Konstruktion Imperium durchschlagen, abgeschlossen. greifen wir die Rebellen an. Korruption wurde beseitigt. Und wir sabotieren jetzt mal die Ionenkanonen da auf dem Boden. Soldaten werden ausgebildet. Das wird Weil die schwer. könnten nerven mit ihren ganzen Zeit, mit Abwehrung ihrem läuft. Schuss. Und ran da. Unterwegs. Taktisches Gefecht steht gleich Ah, ich habe bevor. nicht Dings gemacht, ne? Hier. Ah, egal. Was haben wir denn hier? Raumschiffe für 3. Ah, da die Dinger, aber zum Glück nur 2. Die haben mittlerweile den Counter dafür, den ich ja sehr spät erst entdeckt habe. Also kurz was springen. Das ist ein eigentlich ganz cooler Bonus für die Rebellen. Den Schildboost. Obwohl er jetzt auch nicht so viel bringt hier. In dem Originalspiel haben die nicht so viele Schilde. Waffen aktiviert. 3, Waffen 2, 1. aktiviert. Machen wir erstmal hier. Aber jetzt ist es natürlich auch besser. Diese Schiffe könnte jetzt besser werden, weil wir können jetzt einfach von den MC-30 die Schilde absaugen. Da, guck mal, unten ist der erste Todesstern kaputt. Wir haben den Gegner gefunden. Ich habe keine Bestechung gemacht, ne? Nee, gut. Ja, wir begreifen von hier an, dann kann ich besser den Hangar zerstören. Ja, passt schon so. Ach, guck mal, da unten ist eine Sensoranlage, aber bringt gar nichts. Die Karte ist ja eh trotzdem aufgedeckt. Irgendwie ganz komisch manchmal. Ich überlege auch, was ich hier nach, ob ich dann nochmal klassisch machen will oder. Weil irgendwie macht klassisch schon irgendwie Spaß, hier mal wieder zu spielen. Vielleicht mal als Imperium oder so. Oder dann den Remake-Mod. Wieder weiterspielen hatte ich auch Lust. Oder irgendwas anderes. Ja, genau. Republikator ist ja auch noch da. Obwohl da irgendwie langweilig ist, weil die KI irgendwie nichts macht. Nein, 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 schnell. Na, wenigstens der Massentreiber noch gerettet. Es war fast kaputt, aber hätten die nicht abgefangen, die Photon-Torpedos, wäre ganz kaputt gewesen. So, die Y-Wings hat da von der Raumstation, dass wir so ein bisschen Geld machen. Die Transporter sind immer eigentlich ziemlich Wumpe. So, die auf jeden Fall die Assault Frigates hier hat dann von nicht von der Raumstation, das gleiche geht auch für die A-Wings. Ja, da sehe ich das Kackschiff, ey. Da kriegt man schon wieder so ein bisschen Kotzreiz, ne? Aber der trotzdem. Echt? Die kriegen das nicht so schnell abgezapft? Heftig. Guck dir das mal. Aber jetzt geht's. Der hat ja keinen Schildschub, ne? Na, diese Fähigkeit nervt. Wenn wir jetzt den Hangar schnell wegsnacken können, das wäre extrem geil. Dann bleibt alles zerstört, was wir zerstören. Wer hätte das gedacht? Der Moda-Kreuzer nervt. Jungs, ihr sollt schießen, Mann. Schießt mal damit drauf. Ihr habt ja, glaube ich, noch eure Massen. Ja, der eine hat noch seinen Massentreiber. Macht euch mal. Obwohl. Braucht euch noch nicht unsichtbar machen. Also ist schon geil jetzt mit dem Schild abzapfen, ne? Können wir die eigentlich richtig gut schwächen? Kann man da den Schild abzapfen? Können wir schnell den Hangar zerstören? Ja, den verlieren wir jetzt gleich, ne? So, schnell den Hangar wegmachen. Jetzt zieht er seinen Transporter in den Kampf, ist ja witzig. So, nice, ist der Hangar weg, jetzt haben wir ein bisschen Atem.
Also, wie nennt man das nochmal? Atmen. Nee, warte. Luft zum Atmen, genau so nennt man den Spruch. Na. Junge, fahr doch mal, Mann. Guckt euch das an. Habt ihr das gesehen? Er ist einfach die ganze Zeit stehen geblieben. Danke, dass du meine Befehle ignorierst. Sowas liebe ich. Na gut, wenn er sich jetzt so weit zurückgezogen hat, kann ich auch einfach gerade die Raumstation nach und nach zerstören. Weil die macht am meisten Schaden gerade. Schlachtschiff einsatzbereit. Habe verstanden. Feuer! Erwarten endgültigen Angriffsbefehl. Okay, die AI ist irgendwie kaputt. Die hat keinen Bock mehr irgendwas zu machen. Bitte wiederholen. Position bestätigt. Guck mal, die macht gar nichts mehr. Außer die Mutterkreuzer schießen, aber das machen sie automatisch. Ja, jetzt macht er ein bisschen was. Habt ihr gesehen, davon vorhin konnte man die Schilde sehen, aber wie gesagt, die sind so schnell runtergegangen. Selbst mit diesem Bonus von denen, die haben. Ah, jetzt macht die AI wieder was. Der lebt noch? Ich dachte, der ist schon lange tot. Alter, guck mal an, wie viele Schilde der hat. Junge, der kriegt Turbolaser, aber eigentlich sollte das Teil ziemlich schnell kaputt gehen. Na, ach, scheiße. Ich wollte eigentlich deren Schilde noch absaugen, aber ja. Hat nicht ganz geklappt. Na, kennen wir ja schon das Spiel. Immer schön die Antriebe zerstören, das haben wir ja mittlerweile gelernt. Okay, wir haben, glaube ich, 2 von diesen Kanonenbooten verloren und einen von denen. Ja, genau, von denen meinte ich ja. Gut, ja, das ist jetzt nicht so schlimm, das kann man gerade. Nein. Kann man gerade ein bisschen ausgleichen. So, Bodenstreitkräfte hinterher. Oh, Imperium hat sich Jarvim zurückgeholt. Ich trinke mal kurz was. Schöne kalte Pepsi. Menschen Masasi ist ausgestorben? Okay. Wählt eure Verstärkung. Ach ja, ich liebe diesen Bug. Ja, Menschen sind ausgestorben, aber hier sind trotzdem Einwohner oder was? Hä? Ergibt keinen Sinn. Oder war das mit ausgestorben auf dieser Masasi gemeint oder wie die heißen? Kann natürlich auch sein. Wählt eure Verstärkung. Ich habe übrigens jetzt letztes Mal nachgeguckt, dass man das hier erhöhen kann. Das kann man in einer Textdatei machen, also in einer XTML-Datei ist das, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob sich das wirklich Spaß macht, weil dann irgendwie so die Balance so ein bisschen kaputt ist. Und so ein bisschen die Challenge. Von da habe ich das erstmal gedacht, ich mache das mal lieber nicht. Was hat er eigentlich hier gehabt? Ein Schildgenerat und 2 Kasernen, glaube ich, ne? Ah, der hat ja Plex-Soldaten, ne? Ja, gehen wir erstmal hier in Ruhe. Ja, ihr könnt ruhig in Deckung gehen, wir überfahren euch einfach. Ja. Und die sind übelst stark gegen Infanterie, die Teile. Da ist was. Gab's hier eine Sensoranlage? Kann sein, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwo hier oben war, glaube ich, eine Sensoranlage, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, wenn ich mal noch eine Galaxieerobung mache, dann nehmen wir mal die größte Karte. Dann können wir uns mal alle Planeten richtig ansehen. Hätte ich auch irgendwie Lust, mal gucken. Dann als Imperium wahrscheinlich. Guck mal, die sterben vorher. Ich überfahre die nicht mal richtig. Die sterben wahrscheinlich an den Schilden. Obwohl das eigentlich total bescheuert ist. Oh, der Turbolaser-Türme. Was? Na, nicht so schlimm. Wir müssen nur den Energiegenerator finden. Guck mal, jetzt kann ich noch Verstärkung rufen, aber vorhin nicht. Das ist irgendwie ganz buggy, dieser Kack. Weiß hier die Sensoranlage oder da? Irgendwo hier oben war eine Sensor. Auf jeden Fall hier oben war irgendwas, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, wie ihr seht, guck mal, wie schnell die drauf gehen. Eine Rakete eigentlich fast. Zack. Die sind ziemlich geil. Die sind auch eigentlich ganz gut gegen Fahrzeuge. Ja, wir haben ja das Geld und hier ist ja so viel Infanterie. Da war jetzt echt nichts. Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass hier was ist. Irgendwo getäuscht. Ah, Plex-Soldaten-Kacke. Und dann noch da drinnen. Aber wir haben mittlerweile das Bombardement. Mal ran, ihr Jungs. Oh, da ist eine Flak. Was hat die jetzt abgeschossen? Die Plex-Soldaten oder was? Seit wann kann Plex-Soldaten so gut treffen? Ist ja vollkommen komisch. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Produktion gestoppt. Naja, wir könnten kurz eigentlich darauf warten, nur so einen Haufen damit wechseln, dann will ich viele Panzer verlieren. Oder wir aktivieren einfach unsere Fähigkeit, unser System. Blablabla, bla bla, wie heißt das hier nochmal? Systemkontrolle, ne? Ja. Na komm, wir warten jetzt nicht, keine Lust zu warten. Ah, okay, ich dachte, er schießt auf den, ja, naja, egal. Ah, jetzt schießt er auf den. Na, so viel waren hier gar nicht drin. Immer wieder geil. Ich denke, wir cruisen erstmal hier rum, bevor wir in den Schildgenerator gehen. Da könnten wir nämlich, vielleicht, also bevor wir hier reingehen, könnten wir nämlich den Energiegenerator finden. Könnte ich hier vielleicht sein? Kurz den alten Trick probieren. Hier ist irgendwas. Und hier? Hier ist auch irgendwas. Ach, scheiße. Komm raus und gleich überfahren. Na, ja, das ist ein Anti-Infanterieturm. Der ist natürlich eklig. Egal, ich brauche eigentlich die Infanterie nicht mehr. Wie gesagt, die ist eigentlich nur zum Landezonen einnehmen. Ja, du kannst ruhig in die Hocke gehen, in Deckung. Ich überfahre dich einfach. Rebellen-Ausbildungslager. Hatten die das vorher oder ist das so ein... Rebellenbonus auf dem Planeten, weiß ich gar nicht. Mal hier. Ach so, hier ist so ein Einwohner, also die von den. Wie nennt man das hier? Die. Ja, doch, Einwohner. Hier könnte auch der Energiegenerator sein. Also, das stört mich jetzt nicht so sehr, wir können ja eh durch ein Schild schießen. Aber dann werden wenigstens die Turbolasertürme ausgeschaltet, da ist nämlich noch einer. Nee, der ist wirklich da drinne, in der Basis. Das ist natürlich schon krass. Aber egal, wir fahren jetzt einfach rein, scheiß drauf. Ich meine, wir haben ja noch einiges an Panzer. Es gab übrigens mal einen Mod, wo die Panzer nicht einfach verschwinden, wenn sie kaputt gehen, sondern wie so ein Kampfläufer kaputt gehen und dann auch liegen bleiben. Finde ich mal komisch, warum die einfach so verschwinden, wenn sie zerstört werden. Oh, wir verstärken schon mal. Aber die sollten, glaube ich. Oh, es sind nur noch vier. Na, ah, das sind Plex-Soldaten. Erstmal überfahren. Okay, da sind noch mehr. Ich glaube, das sollte trotzdem reichen. Ah, ist noch ein bisschen spät. Obwohl, noch, doch nicht so schlecht, weil da noch ein Turm war. Hier müsste dann ein Generator sein. Na. Ja. Bisschen spät, aber egal. Energiegenerator einfach zuletzt zerstört. Ach, das ist eine Flak. War die vorher schon da? Dann kein Wunder, dass die Skipway-Sturmschiffe so schnell abgestorben sind. Ach, schade, man sieht die Gebäude nicht. Warte, ich warte einen Augenblick. Was steht da hier? Pium großer Raum über Jabin. Raumsieg. Ja, die holen sich bestimmt das ja auch noch gleich zurück. Mich würde gerade mal was interessieren, ob die Rebellen jetzt Minen gebaut haben da auf dem Planeten. Brauchen wir irgendwas hierfür? Ah, Schwarzmann. Das würde mich echt interessieren.
Auf Alsog 3 wurde erfolgreich ein Schwarzmarkt etabliert. Und schon stehen die ersten Schiffe von erstaunlicher Durchschlagskraft im Dienste des Konsortiums. Nee. Kein Geld mehr, erstmal Ionenkanonen und einen Turbolaserturm bauen. Wow. So. Wir lassen das mal alles hier. Warte, Infanterie dabei? Ja, gut. Wir sind unterwegs. Konstruktion abgeschlossen. Fahrzeug wird produziert. So, dann. Was haben wir hier auf dem Boden? Nur leichte Fabriken. Und ein Haufen Soldaten. Konstruktion abgeschlossen. Carida? Ah! Konstruktion interessant, diese angegriffen. Da ist ja, geht's ja richtig jetzt los hier, ne? Heftig. Tatsächlich, man kommt da nicht hin. Soll ich irgendwas sabotieren? Nee, ne? Drei Planeten haben noch das Imperium. Ich habe echt gedacht, die Rebellen wären jetzt langsam weg, aber scheint wirklich das Imperium zu sein, die als erstes weggehen. Um ihre Freizeit in unseren Kantinas zu verbringen. Mittlerweile begleichen einige ihre Schulden sogar mit Stygium-Kristallen. Oh, das Imperium hat hier auch Fundor gewonnen. Krass. Gut, dann würde ich sagen, greifen wir jetzt Korriban als nächstes an. Aber diesmal mache ich das hier so, wie wir es sonst auch immer machen. Was haben wir denn da? Ein Haufen Fregatten, ne? Also das ist ja eigentlich mir egal, weil wir haben ja keine Jäger und Bomber. Den Bau von Repulspanzer von Typ M2? Sind das unsere Panzer? Weiß ich jetzt gar nicht. Crusader-Waffen geladen und feuerbereit. Kann sein, bin ich mir jetzt nicht sicher. Wir greifen übrigens von hier an, dann kann ich schnell den Hangar zerstören. So, wir holen mal lieber noch ein paar Kanonenboote. Wie lautete der Befehl? So. Und dann greifen wir von hier an. Der verteilt sich ja ziemlich weit. Das ist zu unserem Vorteil. Wir halten unsere Kräfte möglichst nah zusammen. Ach, guck mal, das ist Luke. Unterwegs zu Zielkoordinaten. Machen wir die ja noch kaputt. Es könnte sein, dass die eine von seinem Originalteil. Was meint Original? Ich meine, die er selber gebaut hat. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil er Schildschub macht in dem Moment, wo ich seinen Schild absaugen will. Ja, egal, wir gehen jetzt weiter. Aber wenn ihr ein bisschen beschädigt. Von daher. Wir wollen ja von hier angreifen gleich. Junge, wer hupt denn da so rum, Alter? Keine Verstärkung mehr. Vielleicht hat jemand dort geheiratet. So. Jetzt cruisen wir schnell dahin und dann saugen wir die Schilder ab. Und sobald das weg ist, ist der Rest eigentlich kein Problem. Die Raumstation ist immer. Hier ist die Raumstation noch ein bisschen gefährlich. Schießt das schon mit Photon-Torpedos? Nee. Ah, warte, da kommt ein Dings. B-Wings. Und da kann Y-Wings auch noch an. Okay, jetzt kommt schon einiges gerade. Ja. Keine Herausforderung gerade. Lol. Ey, ich bleib jetzt einfach hier stehen und jedes Mal, wenn du Verstärkung holst, snacken wir die ab. Warte. Da auf die MC-30 schießen. Was haben wir da unten? Moderkreuz, okay. Junge, ihr sollt schießen und nicht dahin fahren. Guck mal, er macht Schlag und ist nicht mal im Angriff. Erstmal absnacken. Ah ne, ich glaube, die waren unverwundbar da. Oh, 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 da ist was, was mir nicht gefällt. Da sind zu viele Bomber. Oh, guck mal, da noch mehr Verstärkung. Das ist übrigens nicht mehr von seiner Raumstation. Das ist jetzt die Schiffe, die er selber gebaut hat. Alle Abwehrsysteme online. Regatta erwartet Befehle. Kedalbeschlachtschiff einsatzbereit.
Na, es ist nicht so schlecht, dass er seine Dinger hier direkt vor mir spawnt. Da können wir jetzt erstmal die Schilde abzapfen. Das hätte man ja früher kaufen sollen, ne? Schild absaugen. Das hätte auch am Anfang ziemlich gut geholfen. Joll, das Schiff war unsichtbar. Wie hörst du das zerstören? Verstehe ich nicht, wie der Gegner das manchmal schafft. Ja, das ist hier nervt. Ja, wir werden jetzt ein bisschen fast verlieren. Ist nicht so schlimm. Wir können den mal in die Luft jagen. Ich treffe irgendwie diese ganzen kleinen Rotz nicht. Ja, es war nicht so schlecht, das zu zerstören. Da waren ja viele von diesen koreanischen Fregatten. Lol, ich habe keine Kanonenboote mehr. Haben sie echt alle kaputt gemacht. Aber drei Schlachtschiffe sollten mit dem ganzen kleinen Rotz jetzt hier wunderbar fertig werden. Was, ey, du gehst mir auf den Sack mit den ganzen kleinen Rotz. So, kriegen die wenigstens ordentlich Schaden, auch wenn sie noch nicht drauf gehen. Guck mal, wie ich von diesem kleinen Rotz da angeschissen komme. Ist ja nicht mehr normal. Junge, da kann ich. Da kommt der nächste. Ich glaube, der hatte 20 Stück oder so insgesamt von diesen ganzen kleinen Teilen. Kommt noch mehr. Guckt euch das mal an, der ganze Rotz. Nicht gedacht, dass so viele kleine Dinger so nerven können. Ja, weil die so viele Raketen haben. So ganz, besonders diese ganzen kleinen Scheiß. Die hier. Ich treffe die irgendwie nicht. Ja, jetzt hauen sie alle ab, ne? Ja, das ist noch ein cooler Kreuzer. Ja. Irgendwann wird er nach und nach drauf gehen. Könnt nicht ewig weghauen. Abhauen. Zumindest sie können sich ja eh gar nicht zurückziehen. Weil wir die den Planeten umzingelt haben. Also es gibt keinen Ort mehr, wo sich die Flotte zurückziehen kann. Na, oh, kommt. Macht's doch nicht so schlimm. Ich mache jetzt nicht auf automatisch, sonst verliere ich gleich noch. Ich kenne dieses Spiel. Aber so nach und nach gehen sie jetzt drauf. Gehe jetzt in Angriffsposition. Besonders wenn er mal so nah geht. So. Ich wäre so gespannt. Eigentlich müsste die Flotte gleich zum Planet von mir fliegen. Jetzt haben wir aber echt schon einiges verloren. Das war nicht so lustig hier. Nee, okay, sie ist einfach zerstört. Und gut, ja, jetzt muss ich erstmal Verluste ausgleichen, ne? Einheit wird produziert. Fahrzeug wird produziert. So, ran hier. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, ne? Macht's gut.